Juhu, Plants vs. Zombies, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Plants vs. The Zombies. Level 2. Take 8. Adventure Time. So, mal gucken, mit welcher Taktik uns wir heute beschäftigen werden. Oh, Discord-Zombies. Wir bekommen ja regelrecht schon vorgelegt, dass wir mit der Garlic-Taktik anfangen sollen. Das möchte ich aber eigentlich gar nicht. Wir können eine halbe Garlic-Taktik. Wir fahren eine halbe Garlic-Taktik. Eine halbe geht ein bisschen anders als eine ganze. Aha, lustig. Hypno-Shrooms sind super, weil dann kann ich die ganzen Dancing-Zombies eiskalt wieder zurückschicken, wo sie hergekommen sind. Okay, Sun-Shrooms und Poof-Shrooms kennen wir ja alles schon. Dann brauchen wir etwas gegen die Gräber. Wir haben unseren Foom-Shroom, der für uns arbeitet. Wir werden den Gloom-Shroom draufschrauben. Wir brauchen den Hypno-Shroom ab und zu mal. Die Walnuss ist da. Unser Garlic. Ja, der kann die Zombies. Ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen sollen. Ich weiß auch noch nicht, ob wir jetzt nicht vielleicht einen anderen Pilz noch mitnehmen sollten, könnten, wollten. Ansonsten wäre ich dafür. Ne, wir haben keine Stabhochsprung-Zombies. Ha, wir können ja mal einen Ice-Shroom mitnehmen. Und ja, ich habe mir den Imitator kaufen können durch das ganze Sammeln der... Oh mein Gott, Motorrad-Ink. Alter, Leute, das ist eine Kreisstraße. Mit der Sackgasse am Ende. Was machen die immer hier, so dumme Idioten? Entschuldigung. Imitator let you have two of the same plans. Da hat man dann halt einen reduzierten Cooldown. Ich weiß gar nicht, wie man den benutzt. Ich glaube, man zieht dann irgendwie so einen... Ich glaube, das muss man irgendwie so... Ne, Moment. Achso, ja, dann kann man genau auswählen, dass man zweimal hier die gleiche haben will und die dann setzen kann und, ja. Ist eine ganz nette Sache. Ist schon ewig her, dass ich mit dem gearbeitet habe. Ich hatte meistens keine Lust, bei den Spielständen so viel Gold zu sammeln. Oh, Mann. Das ist ja doof. So viel blöde Gräber. Wir werden halt mit einer halben Garlic-Taktik arbeiten. Bedeutet so viel wie, wir packen hier so ein paar Poof-Shrooms hin auf Lane 2 und auf Lane 4. Da kommt einer. Und poofen damit ein bisschen was kaputt. Also packen wir auch das ganze Sonnenlicht dorthin. Aber erstmal müssen wir den ganzen Kleinen arbeiten. Ja. Kleine Fumschrumsch. Oh. Puff. Und da kriegt er schon die ersten Sporen. Direkt in die Kniescheibe. Warum ist das laut heute auf der Straße? Das ist echt ätzend. Ich hoffe, mein Mikrofon dämpft das gut genug weg. Ich finde das immer furchtbar, wenn das ich weiß auch nicht. Das ist auch laut. Leute, wenn sie sich auf der Straße unterhalten müssen, immer so brüllen müssen. Und da muss ich leider sagen, hauptsächlich Ausländer. Das ist echt komisch. Ich meine... Warum? Warum brüllen die immer so? Was ist da falsch? Fühlen die sich nicht wohl in Deutschland oder was? Muss man doch nicht gleich immer so rumbrüllen. Ah, das ist mir eigentlich zu weit vorne, aber ich muss den dahin pflanzen. Weil dann kann ich auch schon mal... Oh, oh. Das wird jetzt hier unangenehm, gegen den vorzugehen. Dann müssen wir noch die Gräber ausnumsen. Könnte klappen mit der Taktik. Könnte klappen, bin mir nicht sicher. Ich pflanze immer sicherlich sicherheitshalber eine Nuss dahin. So. Das ist jetzt auch schlecht. Ich bräuchte halt quasi jetzt schon Garlic. Der ihn auf die untere Lane bringt. Oder auf die obere, meinetwegen. Oh je, es kommen immer mehr Hütchen-Zombies. Wo kommen die denn alle her? Das ist ja abartig. Okay. Wenn die Taktik aufgeht, brauche ich erstens... Oh je. Hier, friss nochmal an dem Kleinen da. Oh, ja, ist er weg, ist er weg, ist er weg, ist er weg. Puh, jetzt kann ich ihn kaputt pufen. Puff, 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 puff. Oh, Gott sei Dank. Gott, was ein Stress. Was ein Stress. Gleich kommt schon die erste große Welle. Sehr viele Hühnchen-Zombies. Damit hatte ich jetzt eher weniger gerechnet, aber gut.
Ja, ja, nagt du da unten, das stört mich nicht. Okay. In dem Fall hatte ich den da oben hingestellt aus Sicherheitsgründen. Der nagt an denen, kommt dann da runter. Das bedeutet, hier muss eine Nuss hin. Genau so muss die da dran. Hier muss möglichst schnell ein Gloomshroom hin. Ja. Oh, Gott sei Dank. Und die Nüsschen müssen wir dann auch unbedingt umsetzen. Aber erstmal kann dann hier noch ein Nüsschen hin. Gut, das ist schon mal sehr effektiv so. Ja, wenn uns das Spiel schon die Garlic-Taktik vorgibt, dann kann ich ja auch nichts anderes machen, ne? So, jetzt kommt die erste große Welle. Und, na Günther, wen hast du uns heute mitgebracht und auf welche Lane wirst du gehen? Ich gehe mitten durch die Mitte, ich habe keine Lust heute auf vier Knoblauch. Ich war heute schon beim Dönermann, da hatte ich genügend Knoblauch. Und hier habe ich sogar eine reelle Chance, weil da ist ja nur so ein Nüsschen, so ein kleiner Büffelbild da. Das ist mir relativ egal, da kann ich einfach so hinein, hör auf, nein, was ist doch so, Och nee, du hast schon wieder diese scheiß overpowerte, Hyperpower-Taktik ausgebüttelt, du. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Oh, Disco-Zombie. Hier, friss von dem Pilz. Nom, 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 nom. Jetzt geht er wieder zurück. Völlig verwirrt von der Gesamtsituation. Und frisst seinen Zombie-Kollegen eiskalt auf. Okay, sein Zombie-Kollege hat ihn eiskalt aufgefressen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, das kann mir jetzt eigentlich egal sein. Der kann ja auch mal weg. Alles ausbuddeln, damit es meinen kleinen Knupsi-Pupsis gut geht. So. Ist schon wieder so einer. Ich überlege gerade, ob ich jetzt nicht einfach nur Sonnenlicht sammeln sollte, weil eigentlich müsste das reichen. Wow. Eigentlich müsste das reichen. Nur so ein paar von den Dingern da weggenommen. Sollen wir mal den da unten. Wow. So, mehr Sonnenlicht. Kann ich vielleicht hier noch Pilze ersetzen? Die erreichen zwar hier die Zombies noch nicht. Ich glaube, die puffen noch nicht los. Sollten sie aber da durchbrechen, dann, ne? Und so, wisst ihr Bescheid. So, dann nehmen wir noch die letzten Grabsteine weg. Das ist eine sehr entspannte Runde heute. Sieht auch irgendwie ein bisschen interessant aus hier, wie ich das aufgebaut habe. Ah, so viele Hütchen-Zombies. Sag mal, Kinas, wo habt ihr die denn her? Da war ein Verkehrsunfall. Es ist nicht viel passiert. Nicht mal Gehirn auf der Straße. Wow. Okay, gut. Ach doch, der pufft dann fleißig mit. Ja, hab ich kein Problem mit. Das gefällt mir. Ah, da kommen schon wieder die Disco-Zombies. Unser kleiner Garlic guckt schon ganz angefressen. Harmes Baby. Noms. Wow. Ist der Kopf schon fast weg, ehe er überhaupt da dran kam. Krass. Der spawnt ja direkt da. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nein. Ach du Scheiße. Gefällt mir wirklich nicht. Das ist jetzt eher ungünstig. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das hatte ich fast vergessen, dass die Dinger ja nochmal spawnen. Da reichen unsere Pufflis nicht. Bedeutet, wir müssen doch etwas früher mit den Hypno-Shrooms arbeiten. Da. Okay, ja, frisst euch ruhig satt, hab ich kein Thema mit. Warum haben die eigentlich alle keine Nussallergie? Hä? Das wäre doch total einfach. Ich könnte nicht an den Nüsschen knabbern. Ich hab eine Nussallergie. Dann pflanze ich hier noch normale Shrooms. Einfach nur, weil ich es kann. Dann geht das auch schneller. Wow. Was hast du jetzt davon? Und gleich kommt die große Welle. Und, ach nee, hier, da. Friss davon, los, hopp, noms. Da, hau ab, geh weg. Jetzt friss doch davon, danke. Desorientierte Psychopathen-Zombies, die sich gegenseitig fressen. Der Zombie-Kannibalismus, Alter, der spawnt ja sogar nach hinten. Cool. Günther, du kriegst Besuch. Oh nee, der Disco-Typ schon wieder, hau ab. Nein,
nicht, schmecke nicht gut. Verschwinde. Oh, Mann. Na, warte, ich pack dir jetzt ganz viele davon hier ein. Ich pack dir davon ganz viele ein. Du kannst sehen. Ich komme mit der ganzen Armada. Na, das will ich mal sehen. Hi, Günther. Guck mal, Günther, ich hab dem hier so einen leckeren Pilz hingesetzt. Oh, jetzt geht er doch eiskalt zurück und haut die alle kaputt. Das finde ich nicht nett. Dafür bin ich heute mal auf der Knoblauchstrecke, weil da komme ich vielleicht... Nein, nicht mein Arm, nein. Och, Mann. Was sind denn das für Powerpilze, du? Hast du die gezüchtet an deinen Füßen höchstpersönlich, was? Nein, natürlich nicht. Bist du blöd? Du musst mich nicht am laufenden Band beleidigen, nur weil du zu inkompetent bist, an dein Gehirn zu kommen. Tja. Da ist wahrscheinlich gar nichts drin im Kopf. Wahrscheinlich machen wir das alles umsonst. Ja, das könnte natürlich sein. Ich habe da zwar noch nie reingeguckt, aber... Oh, sind da noch Essence Green Door Shield Zombies und Dancing Zombies. Ich guck mal, ob wir wieder andere Pilze kriegen, wenn ich wieder aus dem Menü rausgehe. Okay, weil das ist ja doch irgendwie jedes Mal, kriegt man dann plötzlich neue zugeteilt. Nee, passt. Okay, dann ist alles gut. Dann funktioniert das ja endlich mal. Okay, bei den Screen-Door-Shield-Dingern brauchen wir die Foam-Shrooms. Aber ich möchte jetzt nicht wieder diese langweilige, nervige Ätz-Taktik machen. Wir kämpfen heute mal mit Feuer. Feuer finde ich gut. Ja, wir kämpfen heute mal mit Feuer gegen die widerwärtigen Dinger. Let it rock. Ach du Scheiße. Nee. Nicht so. Man kann eigentlich immer die vier gleich auswählen bei einem Nachtlevel, ey. Das nervt. Ja, gut, dann bist du unser Feuershooter. Sollten wir vielleicht mit einer Potato-Mine arbeiten? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich will eine Walnut. Sicherheitshalber. Oh, Jemine. Ach, du Heiliges. Das ist ja nicht schön. Okay, wir brauchen gegen diese Hypno-Zombies Sachen, die nach hinten schießen. Das ist ja hier ganz exzellent gelöst, weil die Split-Peas können ja nach hinten schießen. Die stellen wir also... Wir stellen dann hier in diese Reihe Torchwoods auf. Erstmal nur die kleinen Pilzis. Und dahinter dann direkt die Split-Peas. Oh Mann, ich bin gespannt, ob das klappt. Jo, ich mal puff, puff. Haut den Zombie kaputt. Direkt so Pilzsporen mitten in die Kniescheibe. Oh Gott, wir müssen so viele Gräber aufnehmen. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Wir haben auch jetzt deswegen kaum Platz. Unverschämtheit. Oh je, drei große Wellen. Das geht dann also schon sehr früh los. Das will mir nicht gefallen. So schnell werden wir ja gar nicht die Gräber wegkriegen, die ich hier nicht gebrauchen kann. Wird wohl erstmal darauf hinauslaufen, dass wir lauter Foam-Shrooms bauen, die hinteren Reihen. Die ja ganz guten Schaden machen können. Es dauert noch ein bisschen. Ach, pack dich mal dahin. Ja, ja, versuch ruhig. So. Dann fange ich mal hier in der Mitte an. Ich packe jetzt überall kleine Pilzchen hin. Auch wenn es mir sehr leid tut, dass ihr dann früh gefressen werdet. Oh je. Ich ahne eine schreckliche Aufgabe auf uns zukommen. Sie werden uns vernichtend schlagen. Hoffentlich nicht. Okay, ich habe das, was ich brauche. Ich nomme sie hier so schnell es geht, so ein paar von diesen abartigen Grabsteinen weg. Ach, du liebes... Ach, du Heilige. Ach, du liebes Bisschen. Ach, du Schreck. Hier, da, Puffelschruh. Oh, Gott sei Dank, schon große Pilze. Oh Gott, die große Welle kommt gleich. Ach, eieiei. Okay, Honey, verfall jetzt bitte nicht in Panik. Das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. So, den Grabstein da bitte wegnommen. Der stört massiv. Oh, guck mal. Oh, die Fumschums machen aber ihre Arbeit echt gut. So, jetzt rennen wir wieder ein kleiner hin. Die erste große Welle werden wir nur mit Pilzen überstehen müssen. Kein Problem. Dann machen wir einen leckeren Pilz-Zombie-Auflauf. Ich bin bereit und meine Bubbles sind auch alle bereit.
Bubble the zombies down. Bubble all the zombies down. Oder puff puff, je nachdem, was man dazu sagen möchte. So, hier, so. Okay, unsere Fumschums stehen, denn jetzt kommt die erste große Zombie-Welle. Und ich ahne, dass gleich schon Disco-Zombie kommt. Hallo, Günther. Ja, ich habe hier da mal so eine Fahne mitgebracht und so ein paar Kollegen von mir. Heute erobern wir mal dein Haus. Das ist mein heutiger Plan für den... Naja, ich vielleicht nicht, aber meine Kollegen, da müsst du aufpassen. Die sind schwer auf Zack, sag ich dir. Die haben da große Pläne mit deinem Gehirn gemacht. Tja, die kannst du knicken, Günther. Die kannst du knicken. Kannst du mal aufhören, meine kleinen Pilze zu fressen? Lässt du das? Bist du auf? Das ist ja, oh, Screen Door Shield Zombie. So, dann können wir ja schon mal anfangen, die Meta so aufzubauen, wie ich es gerne hätte. Nö. Machen wir das jetzt mal hier so an verschiedenen Posten. Gott. Der hält aber auch echt eine Menge aus. Ups. Okay, so. So. Na, komm schon, geh kaputt. Danke. Oh, so viel Sonnenlicht, sehr gut. Das muss auch noch weg. Geschenke. Eine Pflanze für meinen Garten. Okay. Geld sammeln. Ich brauche die Power der Walnut. Puh, das war knapp. Okay, jetzt kann ich hier auch meinen Torchwood hinpflanzen. Oh Gott, die Kleinen hier. Ich hoffe, die schaffen das gegen den da. Da wird sich da jetzt systematisch durchnommen. Oh, Krabbity, Krab, 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 Krab. Achso, ja. Hier? Nö? Ist doch Bescheid. Ja, hat sie jetzt keine Chance gehabt. Ist geil. Okay, jetzt kann ich hier da wieder den Split Bean. Okay, alles gut. So. Gott. Interessante Taktik, die wir hier aufbauen konnten, nicht wahr? Das ist wieder so. Zombie. Hör mal auf mit der Zunge raus, das ist voll eklig. Lass das mal. Brennt. The zombies are coming. Glaubst du, das ist perfekte Aussprache? Zähneputzen sollten die sich auch mal. Guck mal, wie die alle schon ausgefallen sind. Hier ist ja furchtbar. Ne. Ne. Okay, jetzt. Ach, du lebes bisschen. Nein, nein, nein. Hier, friss von dem da. Die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen hier. Danke. Om, 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 om. Das Massenfressen immer gleich. Selbst da was gratis, ey. Ja, der letzte Disco-Zombie segnet sie auch noch das zeitliche. Okay, jetzt kommt eine große Welle. Wir haben hier unten noch nicht das aufgebaut, was ich gerne aufgebaut hätte. Das gefällt mir nicht. Hallo, Günther. Da hat sie gerade... Ach, verdammt. Das wäre ein bisschen schneller gewesen. Hätte ich einen Grabstein auf einem Gedings... Den da wegessen können sie. Das wollte ich sagen. Ja, das hätte aber viel schneller sein müssen, Günther. Ja, naja, pass auf. Eines Tages, du. Ich sag dir, eines Tages. Oh, ich rette schnell noch das kleine Pilzchen. Eines Tages was? Frostzombies! Wir tauen sie zwar wieder auf, wenn wir mit den Feuerdingern drauf schießen, aber die Screen Door Shield Zombies nicht. Das ist das Interessante bei der ganzen Sache. Weil die haben ja eine Schutzwand und die muss erstmal durchdrungen werden. So, der ist auch deswegen immer noch so wunderschön eingefroren. Tja, jetzt können wir nur noch Grabsteine wegnomsen. Ansonsten zugucken, was hier passiert. Ab und zu ein paar Hypnoschrums setzen und hoffen, dass es unseren Nüsschen gut geht. Taube, 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 Nüsschen, yay. So, hier noch was wegnomsen. Oh, schnell genug, sei schnell genug, sei schnell genug. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Das war so knapp. Mal diese Hütchen-Zombies. Ich würde gerne mal wieder Hau den Zombie spielen hier. So der Hau den Lukas-Style. Oh Gott, das Nüsschen guckt schon so. Ach, ich glaube, mein Kopf ist offen. Oh, nein, 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 nein. Ihr kommt nicht weit. Ihr kommt nicht weit. Alter, jetzt. Disco-Zombie-Sept. What the?
Disco-Zombieception. Die nomsen sich jetzt hier gegenseitig weg. Geil. Wie geil. Ach, da ist noch ein Grabstein. Oh, wie gut, bitte. Wie gut ist das denn? Ich hätte ja ruhig noch mal ein paar Disco-Zombies spawnen können. Ey, wäre lustig gewesen. Das Schneuzer von denen, ey. Das Schneuzer. Ja, aber bis jetzt läuft's gut. Das Nüsschen hier unten könnte mal erneuert werden. Es anfängt zu weinen. Ah, komm, jetzt puff's mal weg. Oh Gott, das müsste auch bald erneuert werden. That Screen Door Shield Zombie Army of Doom Shizzle Vendizzle of the Hizzle Popizzle. Oh, Diamonds! Yay! Money Riches, Bitches! Komm schon, put the Zombies down! Put all the Zombies down! Gott. Ich sollte mir das auch mal so ein Screen Door Shield hinlegen. Jetzt isst bitte den da auch auf. Nein, er geht dran vorbei! Nein, ich habe den falsch gesetzt. Nein. Oh nein, jetzt spawnt er wieder mehr. Nein, schnell, leg den. Er muss schnell sterben. Er muss schneller. Das muss schneller gehen. Oh Gott sei Dank. Pups, jetzt ist er umgefallen. Wie auch immer, umkippen, so. Knack. Also die anderen Zombies brechen ja so in sich zusammen. Aber die... Oh Gott, guck dich mal die Armada da unten an. Aber die Disco-Zombies immer so... Hey, puff, nach hinten umgefallen. Oh je. Oh je, meine Nüsschen. Oh oh, die werden aber echt ganz schön beknabbert, du. Das ist ja nicht gut hier. Das gefällt mir nicht. Hör auf damit! Oh Gott. Die letzte große Welle. A huge wave of zombies is approaching. Rains, the zombies are coming. Hi, Günther. Na, wie geht's dir? Oh, ich hab dir meine Disco-Brüder mit. Och, scheiße. Habe ich einen Hypnopilz erwischt. Habe ich dem Hypnopilz, dem Psychozombie da den Hypnopilz weggefressen? Ja, Mensch, so bin ich. Haha, jetzt musst du mit dem Typen klarkommen. Dafür hast du gerade deine eigenen Kollegen erledigt. Ich weiß ja nicht, inwiefern das so gut ist. Und übrigens, Frostzombies. Oh nein, nicht mein Nüsschen. Hier bleibt alles heil. Da kommt ja nicht in Frage. Aber so ein Hypno-Schrüm ist schon hart. Ja, sag ich doch. Halluzinogene. Hello, we would like to visit for a midnight snack. Hört das Ice Cream und Brain Sound, sinnlosly the Zombies. Oh, das klingt nicht gut. Ice Cream und Zombie. Income. Was? Wird uns aber... Oh, das ist eine große Armada an Zombies. Oh, das sind viele Gräber. Ready, set, blend. Time for a minigame. Oh Gott, da kommen ja gleich so viele. Übertreib's doch mal nicht so. Okay, müssen die Grabsteine schnell wegnehmen, müssen eher die Zombies anfangen rauszuhüpfen. Ups. Oh, oh. Ja, ich hätte schon trotzdem gern mal Pflanzen, die gegen die Zombies dann auch was tun. Hier, der ist gut. Mach mal so. Mach mal so. Ich hoffe, der kriegt den noch down. Oh, komm. Dann nicht. Oh Gott. Okay, wir haben Spreng. Ein Doom-Shroom. Ein Sprengfallen-Shroom. Hör auf, den da umzu... Achso, er bringt den gar nicht um. Ey, der schießt... Die schießen auch gar nicht auf die Zombies, die hypnotisiert wurden. Nom, nom. Oh, schade. Das sah gerade so funny aus. Okay. Schnell kaputtbubbeln. Schnell kaputtbubbeln. Ich brauche die Fum-Shrooms. Ich brauche all meine Fum-Shrooms. Gott sei Dank. Alles gut, nichts passiert. Schon richtiger Stress los hier. Schnell mal einfrieren. Die Herrschaften. Na? Oh, komm, hier schon. Bubbelin. Na, komm schon ein. Ja, geht doch. Jetzt kriegen wir ein bisschen arg viele Hypno-Shrooms, finde ich. Das könnte auch mal wieder aufhören. Helmi!
Was ist mit dir eigentlich, hm? Gönn dir doch mal einen Hypno-Schwung und hau einfach ab. I have a Screen Door Shield. Screen Door Shield. Was willst du denn da? Was soll Titte denn werden? Hau mal ab. Ah, oh, Fumschrum Army. Helmchen Army. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Oh, massiv Helmchen Army. Alter, halt der den. Habt ihr das gesehen? Der ist dem einfach. Der ist da. Das war ja mal richtig krass, wa? Es ist ja da drüber genatzt, als gäb's da keinen Morgen mehr, wa? Ist ja unglaublich. Massiv Bubbling! Put all the zombies down! Kriege so viele Hypno-Shrooms. Das gefällt mir nicht. Die brauche ich später irgendwann, aber jetzt nicht. Boah, Fumschroom Bubbleception. Ach, guck doch mal einfach die Hitbox an. Die haben doch gar keine Chance. So, nom, 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 schneller. Nommst den schneller weg, den Grabstein. Ach, noch ein Helmchen. Die Helmchen verziehen sich ja immer, wenn Zombies kommen. Oh, Chucky! Nice. Die brauche ich dringend wieder. Massiv Bubble Action! Seht ihr? Der hat gar keine Chance. Das hast du jetzt von deiner Tür. Oh, oh. Große Welle? Nope, nope, nope. Hallo, Günther. Na? Jo, guck mal, ich hab da unten mal wieder so ein paar hypnotische Zombies mitgebracht. Nee, nee, nicht den Pilz, nicht, ist nicht den Pilz, nein, nein. Er hat den Pilz gefressen. Guck mal, Dummschwung. Das ist nicht fair. Wir geben uns hier so große Mühe, das ist nicht fair. Du, was fair ist, entscheide immer noch ich und ich finde es nicht fair, wenn man mein Gehirn fressen möchte. Ihr habt genügend Zombies im Petto, ja? Um uns für Jahre zu beschäftigen. Und wir haben genügend Pflanzensamen, um mitzuhalten. Das ist fair und ausgeglichen. Was kann ich denn dafür, wenn ihr mir nur die Lappenzombies zusammenschickt? Was, Lappenzombies? Hast du gerade meine Brüder beleidigt? Hast du gerade meine Brüder beleidigt? Leute, strengt euch mal richtig an hier. Zeigt dir, was eine Hake ist. Eine Gartenhake. Oh scheiße, Zombies mit Gartenhaken wäre jetzt nicht so gut. Ach, da kommt schon wieder so ein Football-Zombie. Hier, hau ab. Oh je, was gehen jetzt alle noch hin? Der haut ja, der haut jetzt schon ab. Muss eben doch ein bisschen austauschen. Hopp, stehen bleiben. Bisschen einfrosten. Na, ob das reicht? Ja, ich glaube, ich spreng nochmal. Schon wieder Schokolade. Au, au. Ich glaube, ich spreng nochmal. Vor die Final Wave. Oh, oh. Ich glaube, ich frost nochmal. Wir haben ja gut, Gott sei Dank genügend Doomshrooms. Ein bisschen abartig viel Pappe hier gerade. Krieg aber auch nichts anderes. Nur immer nur den Kram da. Nope, not the Disco. Kriegen wir den schon kaputt, ehe er seine Disco-Brüder holt? Ja, du kannst da mal gerne durchlatschen, wenn du meinst, du kriegst es dann hin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt stummen wir nochmal ein paar Zombies weg. Oh, das war zu knapp. Na gut. Frost! Na kommt schon! Ihr kriegt den kaputt! Ich weiß das! Los! Mehr Power! Ich will mehr Engagement sehen! Geht doch! Okay. Jetzt können wir erstmal einen Hypnoschwung pflanzen. Bei dem nächstbesten Opfer. Hi Günther, hier, guck mal. Oh, hat nicht den. Oder doch, Günther hat's erwischt. Ha 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 ha.
Das ist echt. Du bist so richtig sadistisch. Das hat ihn da oben jetzt nicht erwischt. Hab aber noch mehr davon. Da, hier. Hoch, Mensch! Sah so gut aus. Der wäre jetzt da durchgenetzt. Der hätte jetzt sich richtig da durchgeprügelt und genömst. Oh, Pooltime. Endlich was Neues. Pooltime. Oh, wir kriegen freundlicherweise sogar das Seerosenblatt vorgegeben. Das ist sehr gut, weil das muss man nämlich immer dabei haben, denn Pflanzen können ja nicht einfach mal so schwimmen. Aber das war's erstmal mit der heutigen Folge Plants vs. Zombies. 30 Minuten sollten ja auch reichen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, nochmal die Pilze-Action zu erleben. Es wird eine Weile dauern, bis wir die Pilze wiedersehen. Jetzt gibt's erstmal wieder Tageslicht. Wir sehen uns das nächste Mal bei Plants vs. der Zombies. Und mal gucken, ob der Günther da was geschissen kriegt. Ich hülle mir da so ein Quietsche-Entchen. Ja, Schwimmflügel. Und dann ein Schnorchel. Und dann tauche ich da durch deinen Pool durch. Da kannst du gucken, da kriegst du nichts auf Reihe schissen, du. Ach, Günther, versuchst du nur, ja? Wir werden siegen.